Zeichen von dem lieben Kollegen Max. Der Daumen ist oben. Ja, sehr geehrte Herren, nochmal herzlich willkommen im Namen des SK Rapid nach unserem letzten Heimspiel in diesem Kalenderjahr und dem ersten unter Cheftrainer Ferdinand Feldhofer. Trainer, am interessantesten wahrscheinlich, was da noch 50 Sekunden durch den Kopf gegangen ist, aber vor allem, wie du das ganze Spiel gesehen hast. Ja, grüß euch. Das wünscht man sich nicht. Also, so ein Start, nicht einmal eine Minute und 1-0 hinten, wo, glaube ich, 17 Pressbälle gefüllt waren vorher. Und ja, wo es aber dann wirklich top war, die Moral der Jungs, wie sie da einfach Ruhe bewahrt haben, wie sie den Plan trotzdem durchgezogen haben. Und dann muss ich auch sagen, was noch top war, wie wir über weite Strecken in der ersten Halbzeit agiert haben. Also das ist schon sehr, sehr nahe über gewissen Zeitraum, so wie ich mir die Zukunft vorstelle. Zweite Halbzeit, raus wieder, eine heikle Situation. Das hat uns natürlich nicht gestärkt. Und dann waren wir zu unsauber, teilweise zu wenig geduldig und haben einfach in den falschen Momenten dann vielleicht die falsche Lösung gesucht. Trotzdem muss ich sagen, über zwei Drittel des ganzen Spiels war es meiner Meinung nach wirklich eine gute Leistung, wo man zufrieden sein kann. Ganz zufrieden sind wir natürlich nicht, weil dann hätten wir drei Punkte gebraucht. So, danke, ich sehe, Christian Hackl hat sogar das Mikrofon mittlerweile schon bei sich liegen. Gut, man muss immer das mit dem auch anfangen, was einem nicht gefallen hat. Dieser Rückfall in der zweiten Hälfte, da hat irgendwie so der letzte und vorletzte Pass nicht funktioniert. Das war vielleicht öfters schon. Hast du eine Erklärung dafür? Ist das doch eine Form von Müdigkeit, von der Belastung? Was sind da die Gründe? Ja, denkbar. Dass wir vielleicht in dem Tempo in der ersten Halbzeit einfach ein bisschen Tribut gezollt haben. Trotzdem glaube ich, wenn du rauskommst und eben wieder so eine Situation, das stärkt ihn natürlich nicht. Also wir haben schon einige Widerstände gehabt heute. Dann der tiefstehende Gegner, unglückliche Situationen und wir sind nicht in einer Phase, wo alles locker von der Hand geht, sondern da müssen wir jetzt einfach gemeinsam rauskommen und dann werden wir aber auch gestärkt rauskommen und das wird entscheidend sein. Bitte schön. Nehmen an, es gibt noch die ein oder andere weitere Frage. Darf ich bitten? Es war jetzt Ihr erstes Spiel als Rapid-Trainer vor leerem Haus. Wie war es trotzdem und wie sehr kribbelt schon dann hoffentlich einmal vor Fans dann zu spielen? Ja. Nicht nur auf die Fans, ich glaube auch meine Familie würde sich freuen, wenn sie da dabei sein könnte, also alle Angehörigen oder Freunde. Es ist ein wirklich gutes Gefühl heute gewesen, es fühlt sich einfach richtig an für mich. Ich glaube, wir können da gemeinsam einfach wirklich viel bewegen in den nächsten Monaten. Aber es ist kein sehr gutes Gefühl gewesen, weil einfach 50.000, 55.000 Hände gefällt haben, die über dem Kopf sind. Dankeschön. Bitte, Mario, Kollege Thomas Tretzmüller von der Austria Presseagentur. Es war jetzt zwar nur ein Punkt, aber wenn man auf die Tabelle schaut, habt ihr den Vorstoß auf Rang 5 geschafft. Wie wichtig ist das für dich jetzt eigentlich? Ja, es ist gefährlich. Also wir dürfen uns auf keinen Fall irgendwie in Sicherheit wiegen. Wir müssen jetzt einfach auf uns schauen, Punkte sammeln. Und das schleunigst, natürlich. Aber jetzt, Spiel wird natürlich nachanalysiert, trotzdem voller Fokus schon auf Donnerstag, weil wir wollen natürlich als Rapid auch international überwintern. Bitte, gerne Nachfrage. Vielleicht da anschließend eben auf das Donnerstagsspiel. Was kann man da jetzt mitnehmen von heutigen Partie und wie schätzt du die Ausgangslage ein in der Partie?
Ja, ist ein mehr oder weniger K.O.-Spiel, da ist alles möglich. Und dementsprechend ganz einfach, wenn wir gewinnen, sind wir weiter und wir werden auf Sieg spielen. Jetzt muss ich nochmal kurz nachfragen. Ich glaube, wenn wir punktegleich sind mit der Austria, sind wir jetzt vorgereiht. Also das ist ja, das verbessert die Situation. Aber nur wegen Riedwetter. Dein momentan 3. Das ist ein bisschen ein ausgeklügeltes System. Okay. Sehr ausgeklügelt. Ja, ich bin ganz scheu auch noch nicht durch. Wir nehmen es einmal, wenn wir vorgereiht sind. Ne? Sonst hinterfragen wir es. Ja. Bitte, Horst Hötsch. Mittlerweile für Kicker. Vielleicht noch ein Wort zum Torschützen, zum Ercan Kara. Ich glaube, entscheidend, also vor dem Elfer, den er dann reingemacht hat, war, dass er im Bodenkampf lästig geblieben ist und sich da nicht abschütteln hat lassen. Wie hast du das gesehen? Ja, also ich glaube, dass wir mehrere Situationen gehabt haben, wo wir lästig waren, wo wir vor allem in den gegnerischen Drittel im Gegenpressing extrem präsent waren, einfach mutig waren im aktiven nach Vorverteidigen, und da findet man dann halt bei einer Balleroberung auch meistens einen unorganisierten Gegner vor und eine gute Torchance. Bitte, Alexander Huber vom Kurier. Es ist aufgefallen, dass öfters als früher versucht worden ist, mehrere Spieler in die letzte Linie zu kriegen. Also teilweise war auch der Christoph Gnasmüller ganz vorne, der Taxi Funter so oft, der Marco Grüll manchmal. Hängt das zusammen mit den 5 Austria-Verteidigern oder ist es generell künftig der Stil, dass man versucht, nicht nur einen ganz vorne und dann wen aus dem Rückraum zu haben, sondern dass man mehrere Spieler, wenn man selbst nach vorne spielt, gleich in der letzten Reihe positioniert? Ja, wir wollten heute schon die Fünferketten binden mit 3 bzw. 4 Spielern oft, auch 5, mit Gegenbewegungen dann uns einfach Räume schaffen, Tiefe auch zusammenkriegen mit tiefen Läufen, und das ist uns phasenweise gut gelungen, aber viel Luft nach oben. Und das wird... Das war heute schon gegnerabhängig, also wenn wir damit gerechnet haben, dass sie eben mit einer Fünferkette kommen, und da muss man sich halt dann leicht anpassen. Nur eine Frage zu den Wechseln. Bis auf die Innenverteidiger hast du eigentlich viele Optionen gehabt. Hast du dir erwartet, dass die Spieler, die reinkommen, mehr bewegen können? Ja, erhofft. Auf jeden Fall. Wäre schön gewesen, wenn wir einen Frischen gebracht hätten, der die Entscheidung für uns gemacht hätte, aber ja, sie waren engagiert. Es ist generell in der zweiten Hälfte nicht mehr alles so gut gelaufen, wie wir uns das vorgenommen haben. Danke sehr. Gibt es noch eine abschließende, letzte Frage sozusagen des Jahres hier im Mediacenter, Alex Kapalola? Wie entscheidend wird es sein, da dieses Mittelmaß zu finden, eben die Ruhe zu bewahren im Spiel, was zwischenzeitlich, bis du an der Seitenlinie gestanden hast, dann wieder Ruhe mal walten lassen, wenn man vorne so offensiv drauf presst? Wie findet man dieses Mittelmaß oder wie entscheidend wird das sein? In der täglichen Arbeit. Also das ist ein Prozess, und jetzt muss ich nochmal sagen, also auch wenn wir heute gewonnen hätten, das wäre ein kleiner Anteil bei mir gelegen. Also da, man kann nicht in 2, 3 Einheiten, 4 Einheiten jetzt alles verändern, vor allem nicht in dieser Phase der Meisterschaft. Also dementsprechend, ja, es war ein Schritt in die richtige Richtung. Es war über weite Strecken gut, aber schon noch mit großem Entwicklungspotenzial. Wunderbar, dann vielen Dank fürs Interesse, noch ein schönes Restwochenende, und wir sehen uns dann vielleicht in Kenk oder in der Südstadt oder eventuell auch virtuell. Dankeschön. Danke.